Hallo, hallo, wir sind bei den Regios in Frankfurt und Leon hat Gemnet FTK gespielt, ist zu 2 gegangen. Ja. Die ersten 4 Runden lief gut, 4-0, dann gegen Draco gebrickt und verloren und dann Runde 5 und Runde 6 auch nochmal gegen Draco, gegen Pendel gebrickt und verloren. Und Runde 7 geknackt. Und Runde 7 gegen Draco gewonnen. Ah, okay. Also du weißt, wir wissen ja noch nicht, welche Platzierung du bist, aber wir können ja damit ausgehen, dass du Top 16 kommst. Schon mal gut. Glückwunsch dazu erstmal. Und jetzt kannst du dein Deck zeigen. 3-mal diesen Vanilla, weil sie verlangt spezifisch nach dem, also spielt man den 3-mal. Okay. Das ist die, die den Burn-Damage macht. Der beste Gemnet im Deck. Jedes Mal, wenn der durch Karteneffekt auf Friedhof geht, bekommst du einen Vanilla auf die Hand. Okay. Das heißt, du machst Plus ohne Ende. Wenn er von der Hand auf den Friedhof gelegt wird, darfst du ein Vanilla Stufe 4 niedriger Special, okay, was ganz okay ist für den FTK, was du brauchst in der FTK-Kombo. 2-mal ihn. Er ist gut, um Curious zu bauen in dem Deck und einfach nochmal für Rabbit, damit man Vanillas hat. Ja, geil. Nur ein Gürteltier. Wieso? Ich finde, Gürteltier spielt man so gut wie gar nicht. Die nutzt man nur, wenn man eine zweite Nummer durch Seraphimit hat. Und sonst brauchst du sie eigentlich nur, um mit Blockdrachen zu suchen, falls du die Rose schon aus dem Deck raus hast. Einfach noch ein 4er Fels. Okay. Dann eine Rose. Die macht Combo ohne Ende. Ein Blockdrachen. Nur eine? Viele spielen 3. Ich spiele nur einen. Ich spiele mit Dark Garden Variante, weil ich möchte ihn nicht auf der Hand sehen. Ich möchte den Blockdrachen einfach aus dem Deck rausmelden mit Foolish oder mit Brilliant und dann Action machen. Okay. Dann als Supportkarten von dem Deck, um die Consistency zu steigern, 3 Rescue Rabbit wegen den Vanillas, dann ein Scorpio und eine Cobra. Kam die gut, dass du die nur einmal gespielt hast? Kam gut so, weil sonst hätte man mit Sarayuja geprägt, weil wenn man die raushaut, haut man meist den Sarayuja raus und will den Dark Garden ziehen und hat dann den FTK. Ah, okay. Und deshalb spielt man auch nur 2-mal Lone Fire Blossom, damit es wie 3 von ihm sieht und eine von ihm. Alles klar, okay. Und weil das Deck Handcraft hast, 3 Gamma und 3 Driver. Die sind sogar mega gut halt. Würde ich aber im aktuellen Format vielleicht nicht mal Main spielen. So viel Draco kommt die Karte einfach tot. Okay. Dann die Spells. Eine Fusion. Das ist genau derselbe Grund wie mit Block. Ich spiele nur eine, weil ich sie mir mit dem Link-Monster, dem Phantom Quartz, aus dem Main-Deck suchen möchte und sonst immer keinen anderen Weg haben möchte. Okay. 3 Brilliant Fusion. Brilliant Fusion plus ein Gem Knight ist FTK, wenn der Gegner keine Handtrap hat. Das ist easy. Eine Foolish für Rose, für die Rose-Block-Drache. Alles. Und man die nullen kann. Okay. 2 Dai wegen den Vanillas, weil du musst unbedingt auf dein Link-Monster kommen, der 2 Gem-Monster verlangt. Okay. Eine Reborn. Eine Soul Charge. Soul Charge ist in dem Deck zu gut. Du machst sehr viel. Speziell Monster 500 Schaden. Und wenn du die auf der Hand hast, das ist auch Game. Auto-Win eigentlich schon. Ja. Garden. Dem Gegner so. Tokens sind special und dann mit ihr für jeden Token 500 Damage machen. Das heißt, wenn du sie hast, hat der Gegner 5 Tokens. Das sind 2,5 extra Damage. Geil, ja geil. Dann 2 Terraforming. Ja, und die Garten. 3-mal Cold Backwrath. Okay, die neue Karte, kam die gut bei dir? Total beste. Eine der besten Spells, die man nur haben kann, wenn Handtrap kommt. Das Ding ist, das Deck ist sehr Handtrap anfällig, stirbt gegen Handtraps. Und wenn du schon ein Feld aufgebaut hast oder die Pflanzen raushaust, und der Gegner wirft Ash, kannst du damit die Ash noch negieren. Und, ich hatte ein Game, da hat mein Gegner 2 Wailer gehabt und ich habe einen Wailer negiert und er konnte die anderen nicht mehr aktivieren. Ah, okay. Dann zum Extra Deck. Extra Deck habe ich gespielt, habe ich einen richtigen Downcut gemacht. Ich habe viele Fusions rausgenommen. Ich spiele ihn nur 2-mal, okay, und 2-mal für die Kombo. Braucht man 2-mal für die Kombo, viele spielen 3-3. Ich habe mich entschieden für 2-2, einfach um erst mal 2 zu haben. Okay. Eine Master Brilliant, die kann man tributieren und jedes x-beliebige Gemnet Fusion aus dem Extra Deck Special. Okay. Eine Seraphimit, zweite Normal ist nice. Und ein Zirconia, weil den kannst du so gut wie immer legen, egal was du fusionierst. Plus Brilliant Fusion aus dem Main Deck legst du Blockkraft rein, der im Plus 3 ist, um den zu legen. Okay, cool. Dann spiele ich eine Lynch-Spiele.
für Hände, in denen man gebrickt hat, dass man einen bricken kann und specialen kann, wenn man die Vanillas hat. Okay. Zweimal die Fusion, den Link. Er ist sowas wie eine Instant Fusion mit Recycling. Man kann nämlich 1000 Life Points zahlen und Gem Knights aus dem Friedhof oder entfernen, zurück ins Main Deck mischen und dann eine Fusion beschwören damit. Und wenn er beschworen wird, darf man sich eine Gem Knight Karte auf die Hand nehmen und dann nimmt man sich meistens die Fusion Spell, weshalb man die noch einmal spielt. Weil es ein Spreak ist, wenn es nicht im Game rauskommt. Cool, okay. Ein Proxy für Combo kann man aber cutten, habe ich halt nicht oft gespielt. Decode ist unverzichtbar für die FTK-Combo, Brilliant und Gem Knight. Okay. Curious ist für Hände, bei denen man brickt. Wenn man Rabbit plus ein Vanilla-Monster hat, kann man über Curious Action machen. Ja. Mit der Plant Engine, du ziehst einfach, selbst wenn du keinen FTK hast, mit der Plant Engine, ich kann es mal kurz zeigen. Brauchst du plus ein Vanilla? Ja. Dann Normal Stream. Nutzt den Effekt, nimmst den Vanilla ab, specialst dir den, search dir die Fusion, spielst dir aus, fusionierst aus deinem Main Deck Lazuli plus Rose, ja. Störst dir Seraphim, Effekt Lazuli, gib dir den auf die Hand, zusätzliche Normal, Link 4 auf Sarayuja. Du kannst 4 Karten ziehen und 3 unter das Deck legen. Und somit kommst du halt besser auf die Kombo. Effekt Rose, finish dir die Fusion, specials dir Rose, ja. Nutzt den Effekt von Rose, kannst dir den Müll, sie bekommt den Namen, oh, Effekt, okay. Du bekommst ihn auf die Hand, Effekt, du kannst ihn specialen und kannst direkt deine Linksamen machen auf ihn. Er sucht dir dann direkt die Fusion, und dann plus er macht direkt noch eine Fusion. Ah, oh, geil, okay. Stark. Und ein Bollerer, weil er gegen Draco einfach gut ist. Gut ist. Dann zum Side-Deck. Sideboard mal recht einfach gegen Paleo und Trickster. Ja. Gegen Pendel. Gegen Utopia. Utopia, zweimal Utopia, zu krank. Drei Evenly, ja. Gegen Draco, eigentlich alles, wenn ich Ghost Deck bin. Drei Ash und drei Ogre, weil das Deck, okay. Das interessiert mich eigentlich kaum, gegen was ich spiele. Also, wenn ich anfange, zeige ich gar nicht. Dann spiele ich einfach mit der Liste, die ich so habe, weil der Gegner wird kaum drankommen, wenn man mit dem FTK durchkommt. Okay. Wenn ich weiß, dass der Gegner anfängt, mache ich mir Outs rein, wie das hier. Wenn ich weiß, da kommt sowas wie Trickster, spiele ich das hier. True Draco, sowas. Alles klar. Soll ich Combo zeigen? Nein, danke. Wird doch zu lange. Aber okay, auf jeden Fall, irgendwelchen letzten Worte über das Turnier? Fandest du es gut? Wie fandest du die Atmosphäre? Ja, Atmosphäre von dem Turnier wie immer gut. Mir gefällt, dass hier nur 100 Leute angenommen werden. Auch nicht mehr, weil es wäre sonst viel zu eng und viel zu stickig. Es war so schon recht stickig mit den ganzen Yugi-Nerds. Aber okay. Es ist besser, als wenn hier 130 Mann drin hocken würden. Willst du auch Leute grüßen? Jo, ich grüße meinen Sponsor, den MC Tony. Ich grüße den Eugen hier. Ich grüße meinen Dad, ich grüße Ranko. Apropos, wer ist Ranko? Und ich grüße Kolste und das war's eigentlich. Alles klar, vielen Dank und Glückwunsch zu 5-2.